So, aber Rennen ist trotzdem schneller, würde ich behaupten. Und so. Oh, du Kacke, wo kommen denn die Affen wieder her, alle, ja? Naja, komm, lasst uns in Frieden. Ihr verfluchten Affen. Hier kommen wir auch nicht weiter, wartet mal. Wir müssen in den Dschungel, aber wo ist hier eine Schlucht, verdammt? Wir suchen eine Schlucht, aber wir finden keine Schlucht. Komm, wir reisen mal nach hier und werden von hier... Also die sprach, die gute Holly sprach, glaube ich, vom Dschungel. Aber das ist doch der Dschungel hier. Und hier hätte ich nicht in Erinnerung, dass wir hier irgendwo... Irgendwo was, ein altes Gemäuer gesehen hätten. Und vor allem, hier lauert irgendwo noch ein Panther oder sowas ähnliches. Vor dem sollten wir uns in Acht nehmen. Ich zieh schon mal lieber die Flinte. Wo müssen wir hierher? Ich vermute... Wir müssen diesen Dschungel genauer erkunden. Aber wo fangen wir am besten an? Hier waren die Wilden. Ich bin gerade echt wachsam, echt, ey. Ich stehe gerade auf 180 hier, ja. Hier sind Wildschweine. Das ist der Wasserfall. Das heißt... Oh. Na super! Das war ja sehr erfolgreich hier. Ja, alles sehr von Erfolg... Ups, da verdrückt gerade. Sorry. Takarigu Tag 9. Ja. Das war ja sehr erfolgreich jetzt, ja, muss ich ja sagen. Sehr von Erfolg gekrönt. Nämlich überhaupt nicht. Mensch. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwo hin müssen. Ach, Mist. Alter Schwede, aber diese Falle, die war gemein. So. Da werde ich auf jeden Fall nicht nochmal so schnell hergehen. Man hätte zwar mit Leertaste ausweichen können, aber das hätte sehr, sehr schnell gehen müssen. Ich glaube, in naher Zukunft achte ich besser drauf, wo ich hergehe. So, da ist die Karte. Ach, oder könnte das das Versteck sein? Ich würde es gerne herausfinden. Aus so einer Entfernung und so einer Nähe, das glaube ich irgendwie nicht. Ach, du verfluchtes Warzenschwein. Auf die Fresse. Komm hier, nimm den und den und den am besten auch. So. Heilige Kacke. So. Das sieht doch wieder vielversprechend aus, oder? Nee, das ist die Brücke. Und wir gehen Richtung Norden. Und hier sind zwei Affen. Vorher warten wir, glaube ich, ein wenig, bis wir uns regeneriert haben. Aber können wir von hier schon irgendwas erkennen? Nein, ich glaube nicht. Aber könnte das denn hier wirklich das Gemäuer sein? Oder wie ist es genau? Die Titanwaffe, werde Pirat, Schatzkarte. Questdialog anzeigen. Ich, wo hat Pete seinen Schatz vergraben? Holly erwähnte ein Dschungeltal, eine Schlucht und ein uraltes steinernes Grab. Nur gut, eine Schlucht könnte das durchaus sein. Und ein steinernes Grab, das. Aber wir haben nur noch 7 Schuss in unserer Flinte. Vorsichtiger sein. Wir greifen jetzt einfach diese Kackaffen hier an. Ach du Kacke, die werfen ja. Ach hier, nimm auf die Fresse, Freund. Komm auf die Fresse.
du auch. Du Krallenaffe, nimm den hier. Wir sind hier nicht zum Spielen hergekommen. Nimm auf die Fresse. So. Spielstand wurde erstellt. Ja, super, Mensch, diese Fallen hier. Ich habe das Gefühl, es gibt hier ein paar zu viele von denen. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Ich werde es mir merken. Och, Alter, ich bin auf 180. Diese Fallen, die gehen mir auf den Nerv. Und das meine ich ganz ernst. Ja. So. Hier müsste die Falle gewesen sein. Da ist ein Verstorbener. Das könnte ein steinernes Grab doch schon ganz schön nahe kommen. Was ich bei den ganzen Fallen hier auch durchaus verstehen kann. Pete. Wir haben Pete gefunden. Und eine Schatzkarte. Was sagt uns denn die Schatzkarte jetzt? Die Titanwaffe, werde Pirat. Der Schatz von Pete. Auf meiner Karte kann ich den Aufenthaltsort des Schatzes sehen. Dann markiere mir den bitte auf der Karte. Okay, er ist vor uns. Ich weiß nicht, was hier noch alles auf uns wartet. Okay, ich habe eine Vermutung, aber es sind hier ganz schön viele Viecher und ich habe ein wenig das Gefühl. Ach du Kacke, sind die Affen laut. Ich tue euch echt hier nichts, wenn ihr mir nichts tut. Eine Schaufel. Schatz heben. Und jetzt hier wieder Minecraft-mäßig einen Schatz ausgraben. Damit wir endlich mit Stahlbart lossegeln können. Wir sind schon viel zu lange auf dieser Insel hier. Aber vorher müssen wir noch Lago retten. Komm schon! Jawohl, wir haben den Schatz gefunden. Errungenschaft freigeschaltet, Schatzsucher. Die eine kleine Kiste, aber vielleicht finden wir was Interessantes. 700 Gold, ein Idol, Goldbrocken und eine Meeresschaumpfeife. Unverkäuflich, die Pfeife eines Büchsenmachers. So, ich speichere mal eben. Jetzt werde ich mal ganz eben wieder zum Piratennest gehen. Es war etwas schneller. So. Und jetzt mal eben schauen. Da stand die Pfeife eines Büchsenmachers. Und ich frage mich gerade, wir kennen doch einen Büchsenmacher. Kann der uns vielleicht irgendwie einen Finderlohn dafür geben? Hey, Büchsenmacher, wo bist du? Hier gibt's Barney. Nichts für dich zu holen. Wollen wir auch gar nicht. Was muss über Schießtraining? Zeig mir deine Ware. Okay, ich glaube, du hast nichts. Zeig mir deine Ware. Aber brauchst du Munition? Ja, und wie wir Munition brauchen. Ich überlege nur gerade. Flinte. Warte mal, steht hier irgendwo, welche Munition wir brauchen? Ich weiß es nämlich nicht auswendig. Wir haben eine Flinte. Und zwar eine Muskete. 2 Sekunden Nachladezeit. Reichweite 26 Schritte. So. Aber die Flinte, was brauchen die ja Munition? Nur die einfache Kugel war das, ne? Kaufen. Pistole. So. Kugeln. Oh. Habe ich jetzt eine Pistole gekauft oder was? Na, sehr sinnig. Ich wollte eigentlich Kugeln kaufen. Ja, und zwar ein paar mehr. So, jetzt verkaufen. Jetzt habe ich hier tatsächlich eine Pistole gekauft, oder wie? Na, super. Und zwar zwei. Jetzt habe ich 2 Pistolen. Wobei die Pistole besser ist als die Flinte. Allerdings dauert das Nachladen 20 Sekunden. Und bei der Flinte nur 2. Aber dafür hat die Pistole 60 Schaden und die Flinte nur 50. Ja gut, das ist jetzt kein großer Unterschied. Die Reichweite ist viel geringer. Die brauchen wir nicht. So, und jetzt können wir das in Goldbrocken verkaufen. Das Idol aus massivem Gold und wertvoll. Das brauchen wir für Stahlbad vielleicht. Würgekraut, das brauchen wir nicht. Den Rest
Was tragen wir denn gerade und was brauchen wir von den Sachen vielleicht nicht mehr? Also mal eben schauen. Okay, Kopftuch eines Piraten. Ne, das behalten wir noch. Ein Dietrich auch, Schaufel, Spitzhacke, rohes Fleisch, rohes Geflügel. Okay, ich glaube, wir sind aber das Entermesser, oder? Ist es besser als unsere? Nein. Es ist nicht besser, dann verkaufen wir doch das Entermesser auch noch. War natürlich jetzt sehr sinnvoll, dass wir die Pistole gekauft und wieder verkauft haben. Das war nicht wirklich sinnvoll. So, aber wir haben 340 dank unserem Tollen gerade verklicken. Na super. Wir hätten gerade mindestens 700 gehabt. Was für eine alberte Verdingste, ne, hier. Aber okay. Ich glaube, wir müssen immer noch laufen, ja. Okay, dann weiß ich aber, was wir jetzt machen werden. Und zwar werden wir Lago jetzt endlich befreien. Aber vorher möchte ich noch seine Perle haben. Und zwar, um sie hier Dings, um sie, ja, um die Perle von Lago haben, um sie ihm zu geben. Weil das würde uns 1000 Gold verschaffen und das wäre nicht gerade verkehrt. Aber wie kommen wir jetzt nochmal an so viel Gold? Wie komme ich an die Perle? Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Ja, ne, hier, wie mache ich das denn? Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ich will ein Taschendieb werden, aber das kostet uns 1000 und Gerissenheit 2. 1000 Gold. Ja, so viel hätten wir gerade gehabt, natürlich. Ach komm, wir holen Lago jetzt erstmal hier raus. Später. Die Perle können wir immer noch holen. Ich habe einen Dietrich. Ich habe hier den Dietrich, den du wolltest. Bestens. Dann kannst du jetzt mal sehen, wie ein Meister das macht. Da zeig, was du kannst. Falschen geraten. Ah. Zeig ihm. Der Kater war ja nicht schlecht gerade. Du schaffst es. Das schaffen wir garantiert nicht, weil wir ihn gar nicht treffen können. Los, worauf wartest du? Zeig, was du kannst. Ja, nicht viel. Ich denke, sowieso jetzt weißt du, wie es läuft. Nein, wir wissen nicht, wie es läuft. Kater, jetzt gibt's auf die Fresse. Wir hätten uns Rum dahin packen sollen. Aber wir brauchen dringend Rum. Ohne Rum geht hier nichts. Na super, egal. Auf nach Puerto Sacarico. Und jetzt Lago befreien. Vorher rüste ich mir noch den Rum aus. Wo habe ich denn benutzbar aus? Oder den Grog besser gesagt, den setze ich mir auf Taste 3. Müsste zumindest gut genug sein für uns momentan. So, komm, und jetzt ein bisschen zügiger hier. Können wir ihn nicht einfach anschießen? Würde mir auch schon gut gefallen. Hier, wettet mal die Speicher. Komm, Kater, du bist auf die Fresse. Ich hab keinen Bock auf dich, Kater. Nimm den hier. So, Kater, kriegen wir die Perle von dir? Lass mich bloß in Ruhe. Zeig mir die Sachen. Zeig mir die Sachen. Weil verkauft doch keine Perle. Schade. Na super. Zurückkaufen. Ja, wir wollen aber gar nichts zurückkaufen. Wir wollen eher noch mehr zum Verkaufen haben. Ja, komm, Lago. Hier, ne? Hier hast du den Dietrich, den du wolltest. Ich hab hier den Dietrich, den du wolltest. Bestens. Dann kannst du jetzt mal sehen, wie ein Meister das macht. Da zeig, was du kannst. Falschen geraten. Ey, ich zeig gerne, was ich kann. Kater, wir haben dich eben schon besiegt. Los doch! Komm auf die Fresse. Los, worauf wartest du? Auf die Fresse, Kater. Zeig, was du kannst. Zeig's ihm. Komm auf die Fresse. So, Kater ist am Boden.
So lag.